So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu Worker and Resources. So sieht's aus. Wir sind da. Wir wollen kurz das Ölfeld um ein kleines bisschen noch erweitern, weil wir gemerkt haben, es läuft doch gerade sehr leer. Jetzt ist die Frage, wo binden wir das an? Ich würde mal sagen, in die Richtung macht das am meisten Sinn. Hier hatten wir gesagt, da sehen wir das vor. Und das würde ich auch genauso tun, nicht wahr? Ja. Dann nehmen wir die Höhe. Und wir wollen da ran. Das ist so die Frage. Müssen wir weiter in die Richtung? Nee. Okay, das heißt, in die Richtung kommt eh nur noch der eine ran. Oder zwei? Ja, eigentlich zwei, nicht? Dann müssen wir mal gucken, wie wir das gleich handhaben. Elektrizitätsproblem. Warum? Weil du brennst. Okay, wartet. Fortschritt des Feuers, 42%. Warum wieder der? Ich weiß es nicht. Wir müssen kurz laden. Es ist der 10. August, 7. August. Ich musste nämlich die Feuerwehrstraße bauen. Warum auch das einzige Gebäude immer brennt, wo ich gerade absichtlich keine Straße gebaut habe, nervt halt auch so. Und ich habe es halt nicht mitbekommen, weil man manchmal auch einfach im Planungsmodus ist. Nervt dann tierisch. Ich finde, man müsste in so einen Planungsmodus gehen, wo sowas dann angehalten ist, aber das Spiel an sich weiterläuft. Ja, ist schwierig. Aber irgendwie, ich will mich ja konzentrieren können, weiterzubauen. Und Feuer, und wenn die Feuerwehr nicht hinkommt, Achtung, Feuer nicht von Feuerwehr erreichbar. Oh, ich muss reagieren. Okay. Feuerwehr fährt hin, ist mir Wurst, nicht? Also, da könnte man noch eine Unterscheidung zwischen diesen Meldungen machen. Zwischen Feuer und Feuer ist wichtig und kritisch. Weil du was vergessen hast als Spieler. Öl. Ist halt nur blöd, dass auch immer genau das Gebäude halt brennt, was halt da hinten in der Ecke ist, wo wir noch nichts gebaut haben. Ich dachte jetzt schon, brennt wieder. Okay. Die muss auch so rum, ja. ...87. Okay, hier wäre optimal, glaube ich. Ich glaube, dann bauen wir auch das hier gleich fertig mit dran. Au! Hier sollen aber Schienen durchlaufen. Ja. Okay. Und das hier, das soll weg. Das war ja nur meine Teststraße. Und das muss hier ran, weil das sonst abfackelt, weil keine Feuerwehr rankommt. Alles klar. Aber dann steht er blöd. Das ist nicht gut. Da müssen wir da erst eine Überführung hinbauen. Umspannwerke, nee. Förderpipeline mit Schiene. L4 waren die einzelnen. Warte mal, hier unten waren die doppelten, glaube ich. Ja. Aber wir wollen ja auch Straßen drüber haben. Okay, wir brauchen einen für Straßen. Nicht Pipeline Overpass, sondern Straßen-Schienen-Overpass. Gibt's sowas? Warte mal. Ich baue mal einfach die Schienen. Ich weiß halt auch gar nicht, wo ich hier mit den Schienen hin will, nicht wahr? Aber wahrscheinlich einfach hier dran vorbei. Im Zweifel. Am Ölfeld lang. Und vielleicht ein bisschen schöner. Indem wir den Winkel ändern.
besser, oder? Okay, dann kommen wir da erstmal grundsätzlich rüber. Schienen können wir mal bestätigen. Dann vergesse ich das nämlich nicht. Hier haben wir sie bis da gezogen. Dann... eigentlich müssen wir hier hinter noch eine Weiche... Ja gut, machen wir es hier hin, eine Weiche, oder? Das frisst ja dann kein Brot, außer dass es nicht geht. Okay, wartet. Okay, so wird es gehen. Wunderbar. Dann können wir die Abschnitte hier nämlich auch getrennt behandeln. Falls wir hier zwei Züge hinschicken, dass einer nach links, einer nach rechts wegfährt oder. Das können wir dann sehen. Das ist ja eh für Passagiere oder Arbeitskräfte. Wobei hier hinten, glaube ich, keine Industrien mehr hinkommen werden. Das ist eher pro forma. Oh, jetzt wird es trotzdem spannend mit dem Öl, weil es ja genau dahin sollte. Wenn ich es jetzt daneben setze. Hat es noch 81, finde ich auch okay. Und du hast dann zu viel fast. Mit den 89. Ah, okay. Ihr könnt also ein Notfallding noch mank. Und dann muss hier hinten noch irgendwo einer hin. So, und die beiden... Ah, jetzt kommt's aber. Hier bräuchten wir den Pipeline-Overpass. Wobei, gibt's nicht einfach einen, der nur hochgeht? Braucht der denn eine Straße? Ich kann doch einfach auch so hochgehen, oder? Theoretisch. Gibt's sowas nicht vorgefertigt? Ist nicht im Spiel drin vorgesehen, nicht wahr? Setz blöd. Wir könnten unterirdisch lang. Stimmt. Wir müssen ja gar nicht oberirdisch drüber. Dann gehen wir hier unten drunter lang. Ich meine, er ist eh der Letzte in der Reihe. Ich hoffe, das geht. Hä? Achso, weil du jetzt unterirdisch bist. Alles klar, wartet. Das würde gehen. Das würde gehen. Und das geht nicht. Geht nur so. Also entweder so oder so. Alles klar. Aber es ist vielleicht ganz praktisch, die Dinger unterirdisch zu legen. An der Stelle. Wobei es an sich nicht so mag. Am Ölfeld. Nee, warte mal. Also ich will ja nicht alle... Okay, wieder der Bug. Toller Bug. Manchmal nimmt er das nicht so an. Ich will ja nur das eine unterirdisch haben. Das dürfte auch gehen, wenn ich den oberirdischen baue. Rohrleitungspumpe, mehrere zum einen, okay. So. Spiegeln natürlich nicht vergessen. Ran. Und jetzt nur dich hier unten drunter. Ja. Finde ich schöner. Gefällt mir ein bisschen besser. So, und die beiden hier? Oder die drei hier, die kriegen jetzt einen anderen Weg. Okay, lassen wir denen das kurz mal fertig bauen. Oh, die Helis sehen auch schon nicht mehr taufrisch aus. So, okay, dann ist die Straße nämlich fixiert und dann
würde ich sagen, machen wir das so. Ich wollte die so schräg. Okay, vielleicht müssen wir einen so machen. Nee, das kriegt er nicht hin. So eine T-Abgänge fände ich noch echt auch eine coole Erweiterung. Und nicht immer diese Kurvendinger. Wie habe ich denn das gemacht? Ich weiß, bei den Dings hatte ich das hinbekommen. Ich glaube, wenn wir hier komplett den Winkel ändern. Wie wenn man Steuerung drückt, hätte ich gedacht. Gut, aber wahrscheinlich ist der Weg zu kurz. Nee, das sieht auch noch nichts aus. Ja, dann halt irgendwie so. Was soll ich machen? So, du hattest Strom hier. Hättest du denn Strom überhaupt? Ich glaube, der hätte keinen Strom. Doch. Ah, oh krass, der kriegt den von den Windmühlen direkt. Interessant, das geht. Hoffentlich kriegt der nicht ständig die Meldung Elektrizitätsprobleme. Aber generell müssen wir hier hinten, glaube ich, noch mehr Kiesstraßen bauen, damit die Feuerwehren im Zweifel mehr Möglichkeiten haben. Irgendwo ranzukommen, auch hier. Ich meine, später ist das eh ein guter Kontrast und man hat überall Kiesstraßen und dann nur ein paar Nicht-Kiesstraßen, nicht wahr? Alles klar. Wir überprüfen nochmal die Tankstelle. Füllt sich langsam. Sehr gut. So soll es sein. Und wir gucken mal, der August ist jetzt um. Importkosten. Aktueller Monat. Wir haben nur noch Chemikalien importiert. Pflanzen, Essen, Stahl, Fleisch, Alkohol. Im aktuellen Jahr Treibstoff nur noch für 146.000. Wir gehen mal in letztes Jahr den Treibstoff noch für 540.000. Das heißt, da machen wir auch nochmal 300, 400.000, 500.000 im Jahr plus. Das ist also gut. Das heißt, die Monate sind auch stabiler. Wir verkaufen jetzt pro Monat für 500.000 Zeug. Das Geld prasselt nur so ein. Und ja, ich würde sagen, unsere teuerste Einkaufsquelle sind gerade noch die Kornsachen. Und das wird jetzt tricky, tricky. Ich weiß nicht, ob wir zwei Bauernhöfe bauen sollten oder nur einen. Wir gucken mal, wie das mit den Feldern ist. Wie können wir die Felder setzen? Also hier bei der Autobahn haben wir noch ein paar Optionen, die ein Stück nach hinten zu setzen, nicht wahr? Da kriegen wir zwei Felder so ran. Ich denke nicht. Wir wollen ja auch ein bisschen Platz lassen, falls noch irgendwas anderes dazwischen kommt. Und Schienen brauchen wir auch noch. Das darf ich nicht vergessen. Die Schienen würden ja hier kommen. Und müssten irgendwie hier durch. Das wäre, glaube ich, mit das Wichtigere, dass wir die irgendwie da lang zimmern dürfen. Und hier kommen ja auch noch Schienen irgendwo lang. Einmal haben wir nämlich dann die Verkehrsschienen. Oh, die müssen wir mal zuerst planen, glaube ich.
Feld muss ja nicht gebaut werden, nicht? Ja, sehr gut. Und zwar müssen wir ja von den Dingern hier rübergehen irgendwie. Reichten 16 Meter. Machen wir 19. Und jetzt eine schöne Brücke. Was nehmen wir denn da? Vielleicht die hier? Theoretisch würde es sogar noch ein bisschen flacher gehen. Würde mir, glaube ich, mehr gefallen. Okay. Ein, zwei. Wie viel haben wir gesagt? 19 vorher. Ich versuche mal 16. Würde gehen. Dann nehmen wir 16. So, dass die vielleicht einigermaßen. Ah, ja. In der Höhe hier. Ja, doch, reicht locker, nicht wahr? Aber macht eine kleine Biegung. Die soll sie natürlich nicht machen. Weil ich glaube, ich die schon eine Biegung mache. Das soll sie auch nicht. So, 16. 3 Grad, 2 Grad, 1 Grad. Besser. Ah, das war ein bisschen zu optimistisch. So. Ja, ich glaube, jetzt haben wir auch ein bisschen Abstand. Und die Frage ist, gehen wir nach unten oder bleiben wir oben mit dem Zeug? Aber ich würde eigentlich eher runtergehen wollen. Andererseits geht die Autobahn... Ja, obwohl, die Autobahn geht auch im Boden. Wir könnten, hätten auch hier direkt runtergehen können vielleicht. Dass wir ja einen Tunnel bauen. Dann könnten wir hier nur da rauskommen, wo wir wirklich brauchen, dass wir rauskommen müssen. Weil wir müssen hier extrem hoch, aber wir müssen hier hinten nicht extrem runter. Das hier brauche ich ja gar nicht so lang, zum Beispiel. Ach so, ja. Jetzt Parallelmodus aus. Das könnte helfen. Ah, ja, und vielleicht auch einfach das Ding ein bisschen höher setzen. Höhenunterschied. 3 Meter. Ich glaube, genauso wäre es breit genug. Hat das nicht eben hinbekommen? Hier. Achso, aber dann ist der Höhenunterschied. Alles klar. So ist der Weg im Weg. Deswegen hatte ich den noch nicht fertig gebaut, den Weg, nicht? Weil ich den nochmal wegnehmen musste. Dann muss der nochmal weg.
Also Abriss. Okay. Ist zugeordnet. Ah, und ich sehe, die Autobahn füllt sich immer mehr. Und auch hier hinten die Ein- und Ausfahrten funktionieren. Sogar Busse fahren da drüber. Ah. Ja, macht doch Sinn. Das entlastet auf jeden Fall die Innenstadt. Die haben sich echt neue Routen gesucht teilweise. Das habe ich nicht eingerichtet, alles. Also gerade die Busse habe ich nicht eingerichtet. Die fahren wirklich ihre eigene Route jetzt. Dadurch, dass das hier nur noch nach hinten geht und nicht mehr diese Straße verlängert wird. Das entlastet das System auf jeden Fall. Und wir müssen darauf achten, schon wieder 21-Jährige ohne eigene Wohnung, 40 Stück, hier hinten ist alles voll. Achso, und wir lassen ja hier Busse fahren. Dann könnte ich auch die Station einfach freigeben, nicht wahr? Wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Wenn wir das machen würden. Haben die nämlich auch Umstiegmöglichkeiten, wenn sie mit ihrem Bus fahren. In alle Richtungen die Menschen. Seit wir von zwei Seiten an die Station kommen, geht's, glaube ich, einigermaßen. Aber die großen Busse brauchen halt echt lange für den Ein- und Ausstieg. Wenn da 100 Menschen rein und raus wollen, ja, man kennt so einen Bus, nicht wahr? Wenn ihr schon mal an der Bushaltestelle standet und da waren viele Leute in so einem Bus, das kann dauern. Das kann dauern. Ihr habt jetzt auch Dings, nicht wahr? Ihr könnt die Patienten behandeln. Ihr habt auch Polizeiautos. Sehr schön. Dadurch sollte auch hier die Kriminalität besser sein. Die meckern alle über Schulen. Ah ja, okay, aber ich habe hier jetzt den Schulbus aktiviert quasi. Und die Schule ist da. Und sollte noch genug Kapazität haben. Ich glaube, wir haben echt nur diese eine Hauptschule gebaut, oder? Nee, hier. Hier haben wir noch eine. Ah, gut. Zwei große Schulen, das sollte passen. Was sagt denn unser Schienenexperte? Wie weit sind wir denn? Noch nicht mal das Ding fertig. 96%. Boah. Alter, der zieht richtig. Vielleicht sollte ich das hier priorisieren. Weil dann kann der zweite hier das hier, glaube ich, machen, wenn wir Glück haben. Aber anscheinend mal nicht. Wir können schon mal Weichen, Wegpunkte, zwei Stücke verbinden, Eisenbahntunnel, Verkettung, Vorsignal, Normalsignal, Zugsignal. Wir machen erstmal ganz einfache Zugsignale, nicht? Die können sich hier hinten entscheiden, ob sie da rein oder rausfahren wollen. Also trennen wir das da erstmal ab. Vielleicht ein Stück. Okay, geht nur in die Richtung. Dann hier nur in die Richtung. Hier nur in die Richtung. Nee. Ich will hier noch ein Signal. Genau. Und dann dürfen sie hier vor sich entscheiden, was sie nehmen. Das ist so das Problem. Okay, der darf entscheiden, wenn
Hier darf eh nur einer rausfahren gleichzeitig. Das ist okay. Aber jetzt hängt das alles zusammen. Das heißt, wenn hier einer rausfährt, sind die blockiert. Ich versuch's. Das so. Ja, da muss man gleich mit Vorsignalen und allem Möglichen arbeiten und sich rantasten. Schienensignale sind ein Thema für sich, glaube ich. Da muss man sich Zeit nehmen. Ich bin auch echt null der Experte drin. Das hat so ein eigenes Logiksystem. Da muss man immer, wenn man es eine Weile nicht benutzt hat, selber hinterkommen. Wobei es, glaube ich, sehr stark an der Wirklichkeit orientiert ist. So, wenn einer hier drin steht, darf er nicht rausfahren, nicht? Das ist klar. Ja. Aber du müsstest doch wenden. Ja, lassen wir den weiterfahren. Und da kommen jetzt so... Das müsste jetzt ein Chain-Signal sein, nicht? Warum auch immer. Eigentlich hat man dann überall Chain-Signale. Auch irgendwie blöd. Sodass immer zwei Minimum sind. Nee, ich will aber erstmal normale haben. Ist doch auch blöd, nicht? Wenn, dann fährt einer bis hier und der könnte nicht rausfahren. Also das ist auch Quatsch an sich. Aber er wartet hier, der andere würde jetzt hier warten. So, er wartet jetzt, weil der da drauf ist. Der will zurückfahren, kann nicht weiter. Auch blöd. Aber wo willst du denn hin, ist die Frage. Dahin? Vielleicht dann doch eher so rum? Ja, aber du kommst doch nicht weiter, solange er zurück will dann. Aber wenn er jetzt zurückfährt, stehen sie sich gegenüber. Gut, an sich darf er auch nicht drehen. An sich fahren auch nicht zwei Züge auf diesen Abschnitt, nicht? Es ist ein Schienending. Ich dachte, er will hier hin, um dann hier zurückzufahren. Aber anscheinend will er ja dann gleich ganz woanders hin, wo er nicht hin soll. Ist halt auch bescheuert. Vielleicht will er hier das bauen. Dann wäre das Ganze eins. Dann müsste er warten, bis einer hier drauf ist. Aber wenn die halt in die gleiche, über die gleiche Stelle fahren wollen, dann hat man ein Problem. Dann kann man eigentlich nur mit einer Ausweichdings bauen. Ja. Deswegen ist ja die Ausweich hier. Ich glaube, alles hier hinter ist eins später. Und die müssen sich hier aneinander vorbeischmuggeln dann. Jetzt bei den Bauzügen ja erstmal ein bisschen egal. Ist ja nur so, dass der schon mal das hier bauen kann, während der andere noch diese Tunnel baut. Das dauert ja anscheinend Jahrzehnte. 3000 Arbeitstage, aber der muss halt immer hin und her fahren. Sonst kommen wir da gar nicht voran. ...7700 Einwohner, 162 ohne eigene Wohnung. Holla. Hier hinten die Straßen sind weitestgehend fertig. Die Ölpumpen pumpen, das scheint zu funktionieren. Bringt aber auch nicht mehr Öl rein. Wir verarbeiten noch mehr Öl. Einfach weg. Finde ich aber okay. 239.000 plus im letzten Monat.
Ich würde sagen, dann bauen wir auch hier. Die wollen wir eventuell nochmal nummern. Aber hier nochmal die anderen Straßen. Auch schon mal. Aus dem richtigen Material. Die werden sich auch nicht mehr großartig ändern. Dann haben die da auf jeden Fall nochmal Beschäftigung. Und hoffentlich brennt es bis dahin dann nicht. Natürlich wird es brennen, nicht wahr? Ja komm, was werden wir hier noch dran ändern? Nix. Wenn, reißen wir es ab, nicht wahr? So, aber die kriegt ein bisschen weniger Priorität. Und die hier auch. So. Und dann ist das Ölfeld zumindest straßentechnisch fertig. Alles klar. Busse blockieren sich nicht. Tankstelle ist voll. Zufriedenheit ist oben. Jetzt die Felder nochmal. Und die Schienen hier hinten. Der Weg ist abgerissen. Sehr wichtig. Sorry, der muss kurz weg, während wir Schienen setzen. Okay. Und jetzt kann ich den Weg wieder bauen. Das ist ein bisschen Quatsch auch. So, 70 Meter die Abfahrt. Und hier können wir doch dann wunderbar mit dem Tunnel runter. Eins. Wie viel Meter? Wir müssen gar nicht so tief, nicht? Ich glaube, 12 reicht sogar schon. Jetzt ist die Frage, wie weit? Und vielleicht doch ein bisschen Abstand, falls wir irgendwo rauskommen wollen. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen besser, nicht direkt neben der Straße zu bauen, sonst kann da nachher ein Poller oder so nicht gesetzt werden. Das machen wir lieber nochmal weg. Aber was man alles bedenken muss, nur um einen Bauernhof zu setzen, gerade jetzt, nicht? Der ist zu sehr zwischen der Infrastruktur. Das ist für ihn eigentlich nicht schlecht. Aber für uns, für die Planung jetzt so ein bisschen meh. Wir können auch auf 9 Meter hoch, aber ich glaube 12 Meter sind schon eine gute Nummer, nicht wahr? Kommen wir nämlich auch durch die Kloake quasi durch. Hier wird es jetzt spannend. Hier müssen wir nämlich dann wieder rauskommen. Nicht zu früh und nicht zu spät. Ich mache das lieber ein bisschen langgezogener. Sieht es nicht ganz so schlimm aus. Der geht ja auch hier in so einen Bogen ran. Dann kriegen wir doch noch ein bisschen weniger hin. Ich meine, warum mache ich einen Bogen, wenn ich danach eh von dem Bogen wieder weggehe? Ja, irgendwie Quatsch. Ja, so ist besser. Er hat fast immer noch zu viel Bogen drin, nicht? Da kriegt er den.
an der Stelle. Tunnel. Ich glaube, das kriegt er einfach nicht raus. Weil sieht es nicht mehr so aus. Ich glaube, es ist auch nur eine optische Täuschung, weil es da hoch und runter geht. Okay. Den Tunnel sagen wir aber niedrige Priorität dem... Achso, nee. Bau aussetzen, genau. Bau aussetzen, sonst bauen die das nachher schon. Bau aussetzen. Das dürften sie bauen, das auch. Aber müssen sie erstmal bis hierhin kommen. Und hier zwischen wollen wir nämlich vielleicht einmal hochkommen, natürlich. Weiß ich jetzt noch nicht. Wenn wir dann sehen. Okay, wir kommen aber hier an. Oh, oh, jetzt haben wir ein Problem. Wir kommen hier an, aber hier ist die Schiene geplant. Ha, 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 ha. Bam, 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 bam. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Dun. Ich dachte, das verläuft neben der Autobahn, aber tut's ja gar nicht. Ja, so eine schöne Scheiße. Ja, dann müssen wir ja doch irgendwo hier weggehen. Vielleicht ab hier. Kommen wir sicherheitshalber noch einmal raus? Oh. Ich liebe es, wenn das UI hängt beim Speichern. Wir müssen ungefähr auf diese Höhe. Also ist ungefähr hier die Hälfte für uns. Dann müssen wir hier irgendwo rauskommen. Tunnel ist an einer Stelle über dem Gelände. Ja, das soll er doch sein. What? Ich glaube, der ist zu schräg, nicht? Das ist das Problem. Okay, schräger Tunnel mag er nicht. Dann kommen wir hier direkt raus aus dem Tunnel. Bau aussetzen, Bau aussetzen. Du hast noch? Nee, Bau aussetzen. Jetzt haben wir's. Jetzt ist die Frage... Ah, das war schon zu spät, nicht? Ach, kaka. Bisschen kürzer. Wir haben nicht so viel Platz, wie ich gedacht hätte. Das ist aber in dem Spiel immer so. Kilometerweise Platz und man hat ihn am Ende dann doch nicht. Das heißt eigentlich schon... Tunnel ist an dieser Stelle über dem Gelände. Ja, sollst du doch auch sein, Tunnel. I don't get sein Problem hier. Ich glaube, wenn es zu lang wird... Okay. Also man kann es nicht so unendlich schön lang machen, wie man möchte. Okay. Oh Mann, dieses... Warum speichert der eigentlich so oft? Irgendwie sehr, sehr oft gefühlt. Dabei läuft die Zeit ja nicht mal. Okay, kommen wir jetzt von hier rum? Boah, das wird echt eng.
Haben wir so 100 Meter. Ach, sollte klappen. Überschneidung mit vorhandener Konstruktion. Ja, welcher? Manchmal weiß ich auch nicht. Winkel 0. Jetzt würdest du rankommen, oder was? Okay, ich weiß nicht, was er hier hat. Dann machen wir das nochmal. So. Geht doch. Genau. Und das könnte er theoretisch bauen, aber da kommen sie nicht hin, wenn sie den Tunnel nicht bauen. Und das ist auch gar nicht schlecht, dann haben wir hier fürs Autobahnkreuz ein bisschen mehr Platz. Problematisch ist nur, das Stromding habe ich vielleicht ein bisschen zu dicht dran gebaut. Da habe ich nicht gewusst, dass das so groß wird. Die Fehler, die ich mal machte, nicht wahr? Aber wir könnten hier nach hinten weiter hoch und eine Beule machen und hier dicht daran. Außerdem wird es nur ein T und kein Kreuz. Was natürlich blöd ist auf der Länge hier. Wenn wir zwei Züge fahren lassen wollen, dann kann ich das nur genau an dieser Stelle hier machen. Du da raus. Das funktioniert nicht, nicht? Du da raus. Und du da raus. Weil wir im Tunnel keine Abweichung machen können. Das ist halt so ein bisschen... Das wäre halt noch... Irgendwie cool, einen zweigleisigen unterirdischen Tunnel oder eine zweigleisige Brücke, die auch halt miteinander verknüpft werden kann in irgendeiner Weise. Ich weiß nicht, ob es dafür einen Mod gibt. Wahrscheinlich gibt es Brücken oder irgendwelche Brückenteile, die dann eine Verbindung haben, wie im Bahnhof oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Okay, wir gucken mal nicht, dass die sich... Ja, ja, ihr steht euch hier ständig gegenüber, nicht wahr? Okay, wir löschen die Signale. Es bringt nichts bei Baufahrzeugen, versuchen irgendwelche Signale zu setzen. Die sollen einfach fahren und bauen und sich, weiß ich nicht was, gegenseitig im Mund spucken oder sowas. Rote Singer ignorieren. Oder dreh du um. Dann kann der andere fahren. Ich meine, er hat immer noch nicht den Tunnel fertig bekommen. 9 Arbeitstage. Das ist halt das Dumme. Also eigentlich lohnen sich nicht zwei Baufahrzeuge, außer man baut wirklich in verschiedene Richtungen. Und ja, sobald man halt mehr in eine Richtung baut, nicht, dann hat man totales Problem. Und wenn man später eine Schiene mit einem Baufahrzeug befüllen will, während schon Züge drauf fahren, dann hast du totales Chaos. Dann ist eigentlich verloren. Dann kommst du da gar nicht mehr raus. Weil du die Züge dann alle ins Depot fahren lassen musst, erstmal, um den Bauzug wieder rauszukriegen. Wenn das nicht alles richtig und mit Ausweichmöglichkeiten ist. Aber wenn man natürlich nur einen Schienenbetrieb hat, dann steht halt immer im Weg. Ein Gebäude brennt. Oh, oh. Es brennt immer noch. Wo ist Feuerwehr? Da ist sie. Oh, die muss komplett einmal hier durchgurken. Haben sie wieder die Mülltonnen angezündet. Mann, 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 Mann. So, habt ihr inzwischen Schule? Sieht auf jeden Fall besser aus. Mehr Kinder kommen zur Schule. Dank des neuen Busses können sie umsteigen, da hinten hinfahren. Es sind nicht mehr 30 Leute, es ist nur noch ein Kind. Das ist aber ein Nachhall. Hier 3 Kinder. Aber ich glaube, grundsätzlich funktioniert das hier.
weiß gar nicht, fahren hier. Oh, Arbeiter wäre vielleicht, glaube ich, doof. Hier fährt keine Arbeiterlinie lang aktuell. Die können ja hier hinten nämlich direkt zum Hauptbahnhof gehen. Kino, Library, Bierpalast, Sportzentrum, Krankenhaus. Ich dachte voller Patienten. Kirche, auch gut besucht. Einkaufszentrum, passt. Kleines Geschäft, hier können sogar mehr, weniger Leute rein. Hier haben wir noch andere Skins für. Guck mal, der gefällt mir eigentlich gut. Ah, da können wir irgendwie Farbe. Oh, das ist auch nicht schlecht. Aha. Oh, man könnte halt so ein rotes Viertel machen, ja. Aber ich finde das Standardding erstmal passend für hier hinten. Okay, aber das heißt, wir haben die Schiene komplett geplant. Das ist halt so die Frage. Ja, wir müssen hier eigentlich hochkommen einmal, um da hinten hinzugehen, weil da hinten... Okay, oder wir würden von hier rüberfahren. Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn. Dass wir von hier, dass wir den Bahnhof hier bauen, dann gehen wir hier drunter und zu den Fabriken, die hier sind, über den Bahnhof. Und der fährt da hinten in die Industrien. Dann ist das aufgesplittet. Dann teilen die sich hier. Dann muss ich hier nicht über die Felder einen Zug führen. Finde ich gut. Okay. Und da das alles unterirdisch ist, interessiert es uns sowieso nicht. Ich glaube, jetzt sind wir soweit, dass wir wirklich in der nächsten Folge die Felder setzen können. Bis gleich.